Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen bei Weltvox. Unsere Themen: Konfrontation. USA und China streiten um Menschenrechte. Einsatz. GSG 9 trainiert Homeland-Bewohner in Südafrika. Entenkunst. Der Vater von Donald Duck kommt zu Ehren. Most favored nations. Am meisten bevorzugte Staaten nennen die Amerikaner die Länder in der Welt, die sich an amerikanische Moralvorstellungen halten. Dafür gibt es Geld, denn wem die Meistbegünstigungsklausel wie ein Ritterschlag verliehen wurde, der zahlt in Amerika die niedrigsten Zölle für die Einfuhr seiner Produkte. Nun ist diese Auszeichnung nicht wirklich was Besonderes, denn fast alle Handelspartner der USA genießen diesen Status. Besonders unteuer wird es, wenn diese Klausel in einer Art Strafaktion aufgehoben wird. Und darüber denken die Amerikaner nach im Hinblick auf China. Die Menschenrechtsverletzungen dort wollen sie zu Recht nicht dulden. Und dementsprechend frostig ist die Atmosphäre beim Besuch des amerikanischen Außenministers Warren Christopher in Peking. Nach einem 4-Stunden-Marathon mit seinem Amtskollegen Qian Qichen verließ den Amerikaner die in China besonders geschätzte Höflichkeit. Ich wünschte, sprach Christopher, das Treffen wäre so gut gewesen wie das Mittagessen. Im Plenarsaal des Nationalen Volkskongresses hält es Wang Fu aus der Gansu-Provinz für unzulässig, dass sich die Amerikaner um die Menschenrechte in China kümmern. Das ist die offizielle Lesart der Regierung. Schon im Vorfeld des Besuches von Außenminister Christopher wurde damit signalisiert, Chinesen und Amerikaner erleben derzeit wahrlich keine Sternstunden ihrer Beziehungen. Unter Staatssekretär Shattuck hatte sich in Peking mit dem prominenten Regimegegner Wei Jingsheng getroffen. Für die chinesische Regierung eine unerwünschte Einmischung in innere Angelegenheiten. Doch auch andere Präludien der Christopher-Visite gerieten zu Disharmonien. Vor der amerikanischen Botschaft sind seit Tagen die Posten verstärkt. Oppositionelle mussten Peking verlassen, wurden verhaftet oder stehen unter Hausarrest, wie der Philosophieprofessor Xu Liangjing. In einem Brief an die Regierung hatte er die Freilassung aller politischen Gefangenen gefordert. Schließlich konnte den Amerikanern auch nicht der demonstrative Beifall entgangen sein, mit dem die fast 3000 Delegierten vor 2 Tagen im Volkskongress die Bemerkung von Ministerpräsident Li quittierten, es sei nicht gelungen, in der UN-Menschenrechtskommission eine Resolution gegen China zu verabschieden. Folglich hielt Li Peng für Warren Christopher kaum Freundlichkeiten in Reserve. Wenn die Amerikaner denn partout Handel und Menschenrechte als siamesische Zwillinge betrachten wollten, dann sollten sie nicht übersehen, wie davon auch die amerikanische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen würde. Dass die Amerikaner ausgerechnet jetzt eine härtere Gangart suchen, hat nicht nur die bekannten politischen Gründe. Die Vereinigten Staaten sehen ihre wirtschaftlichen Interessen mit China nicht ausreichend gewahrt. In den ökonomischen Sonderzonen wie hier Shenzhen rangieren amerikanische Investoren deutlich hinter Japanern oder Hongkong-Chinesen. Außerdem hat die Volksrepublik zuletzt für 24 Milliarden Dollar mehr Waren in Amerika verkauft als umgekehrt die Amerikaner in China. Der Entzug der Meistbegünstigungsklausel liefere also auch auf eine Abschottung des amerikanischen Marktes hinaus. Allerdings könnten die Gegenreaktionen die Amerikaner Positionen auf diesem Markt kosten, der nicht nur als exotisch, sondern äußerst aufnahmefähig gilt. Nun mischt auch noch Rom sich ein. Dass heute die ersten Frauen in der Kirche von England zu Priesterinnen geweiht wurden, sei ein Hindernis auf dem Weg zum Zusammenschluss von Anglikanern und Katholiken, grollte der Vatikan. Es grollen auch noch Männer in England. Was soll's? Die neuen Priesterinnen freuen sich und Gott, so denke ich mal, auch.
Die Kathedrale der Stadt Bristol. 32 Frauen knien vor dem Bischof. In einer feierlichen Ordinationszeremonie empfangen sie die Priesterinnenweihe. Nacheinander treten sie vor. Der Bischof und andere geistliche Würdenträger legen den Frauen die Hand auf den Kopf. Anschließend bekommen die frisch geweihten Priesterinnen Bibeln geschenkt. 460 Jahre nach Gründung der anglikanischen Kirche darf damit eine Frau zum ersten Mal in Großbritannien alle Priesterfunktionen ausüben, die bisher nur Männern vorbehalten waren. Eine Entscheidung, die die traditionsreiche Kirche von England tief gespalten hat. Dennoch sollen noch in diesem Jahr mindestens 1000 Frauen die Ordination erhalten. Philippa Bates aus London ist eine von ihnen. Sie kann die ganze Aufregung nicht verstehen. Seit 1987 arbeite ich für die Kirche. Frauen haben ein Recht darauf, Priesterinnen zu werden. Davon bin ich überzeugt. Nicht so dieser Mann. Er ist entschiedener Gegner der Frauenordination. Unsere Gruppe ist nicht eigentlich gegen weibliche Priester, aber wir stellen die Kompetenz und die Autorität der englischen Kirche in Frage, darüber zu entscheiden. Noch deutlicher sagt es dieser Geistliche. Das, was in Bristol passiert, ist Gotteslästerung. Hier werden Transvestiten kreiert, Frauen verkleidet als Priester. Darum protestieren wir. "52 Städte und Gemeinden in Südafrika sind von der Regierung zu Unruhegebieten erklärt worden, als Folge der einwöchigen Krawalle im Bophuthatswana, bei denen 60 Menschen ums Leben kamen. Das Ergebnis immerhin ist, dass der Homeland-Präsident Mangope von Pretoria abgesetzt wird und in Bophuthatswana gewählt werden kann. Das schwächt die Ablehnungsfront, die sogenannte Freiheitsallianz, in der Bophuthatswana, die rechtsextreme Afrikaner Volksfront und die Zulu-Bewegung Inkatha die Wahlen Ende April boykottieren wollten. Teile dieser Weißen werden nun auch ebenfalls teilnehmen. Bleibt Inkatha, die den Termin der Registrierung hat verstreichen lassen. Damit sind weitere Unruhen programmiert. Um das Schlimmste vielleicht zu verhindern, tun Schwarze sich zu sogenannten Friedenskorps zusammen, trainiert mit ausländischer Hilfe. Aber sie üben noch. Überfall im Township Davitton, die Straßen von Togen gesäumt und mittendrin Uli Burgmer von der GSG 9. Doch der erste Anschein trügt, kein erneutes Fiasko der schnellen Eingreiftruppe. Auch sind die Leichen nicht wirklich tot, ein Planspiel lediglich. Es war für mich eine Herausforderung, einmal ein anderes Land kennenzulernen, aber auch eine Herausforderung, im Friedensprozess mit aktiv zu werden. Der Sonderpolizist in seinem neuen Einsatzort. Als Mitglied einer Beobachtertruppe der IG bildet Uli Burgmer Township-Bewohner zu Friedensagenten aus. Erster Trainingserfolg. Im 90-köpfigen Friedenskorps arbeiten Inkatha und ANC-Anhänger Hand in Hand. Wir hatten eine Menge Streit, aber diese Kurse haben uns geholfen, uns gegenseitig zu verstehen. Wir sind alle Brüder und Schwestern und werden so die Zahl der Konflikte auf ein Minimum reduzieren. Noch ist das bloß ein frommer Wunsch. Beim Planspiel im Stadion von Davitton machen die Friedensboten so ziemlich alles falsch, was überhaupt falsch zu machen ist. Solche Fehler sind im Ernstfall tödlich. Nach einer Protestversammlung im selben Stadium der schwarzen Siedlung eröffnete die Polizei im vergangenen Jahr das Feuer und erschoss 5 Demonstranten. Ich war noch nie in einem Land, wo ich so viel Gewalt gesehen habe wie in Südafrika. Des Grenzschützers letzte Hoffnung, dass der Wunsch der Kinder doch stärker als der Machtkampf ihrer Väter ist. Weitere Nachrichten sehen Sie jetzt in unserem Überblick. Erhöhung. Die Mineralölsteuer wird möglicherweise 1996 ein weiteres Mal angehoben. Finanzminister Weigel schloss am Rande eines Kongresses der CSU eine erneute Erhöhung nicht aus, sagte aber, eine derartige Entscheidung sei bisher noch nicht gefallen. Der Spiegel berichtet in seiner neuesten Ausgabe, dass die Mineralölsteuer ein weiteres Mal angehoben werden soll und der Autofahrer dann 8 Pfennig mehr für den Liter Benzin hinlegen muss. Erst zu Beginn dieses Jahres wurde der Autofahrer durch eine kräftige Erhöhung des Benzinpreises zur Tilgung von Bahnaltschulden zur Kasse gebeten.
Spitzenkandidat. Hans Modo, Ehrenvorsitzender der PDS und letzter DDR-Ministerpräsident, soll am 12. Juni für seine Partei bei der Europawahl antreten. Dafür stimmten 94% der Delegierten. Zuvor hatte der Parteitag das Programm für die Europawahl verabschiedet. Darin lehnt die PDS die Europäische Union in ihrer jetzigen Form ab. Stattdessen plädiert sie für eine wesentlich engere Sozialunion, für die Auflösung von NATO und WEU sowie für die Aufnahme aller osteuropäischen Staaten. Massenflucht. In Algerien haben militante Moslems 900 islamische Extremisten aus der Haft befreit, darunter 280, die zum Tode verurteilt sind. Bei der spektakulären Aktion in Tasul wurden 6 Menschen getötet. Mit Hilfe von Hunden und Hubschraubern fingen die Polizei 39 Häftlinge wieder ein. Die islamische Heilsfront FIS führt gegen die Regierung Krieg, weil diese 1992 den bevorstehenden Wahlsieg der FIS durch den Abbruch der ersten freien Wahlen verhindert hatte. Protestmarsch. Hunderttausende haben in Frankreich den 3. Tag in Folge gegen Pläne der Regierung demonstriert, den Mindestlohn für jugendliche Berufsanfänger um 20% zu kürzen. Allein auf der zentralen Veranstaltung in Paris versammelten sich etwa 150.000 Menschen. Nach Plänen der Regierung Balladur soll es erlaubt sein, Löhne zu zahlen, die unter dem gesetzlichen Mindestlohn von derzeit umgerechnet 1.700 Mark liegen. Eitelfreundschaft beim Besuch des sowjetischen Verteidigungsministers Gratschow in der Bundesrepublik. Er und Kollege Rühe vereinbarten Zusammenarbeit der beiden Armeen, Austausch von Offizieren, vereinte Anstrengungen beim Umweltschutz. Was für ein Wandel. Nicht hoch genug kann eingeschätzt werden, wie viel sich geändert hat, in wie kurzer Zeit. Und verlässlich scheint diese Kooperation tatsächlich zu sein, auf der Ebene der Politik. Die russische Armee aber ist alles andere als ein stabiler, berechenbarer Faktor. 2,3 Millionen Mann, 4 Millionen Beschäftigte bei den Zulieferern und nirgendwo Geld. Die Armee krankt am Verlust ihres Selbstverständnisses genauso wie an fehlenden Löhnen. Tausende von Soldaten desertieren, 5.000 sterben jährlich an Hunger, Kälte oder den Schikanen der Kameraden. Dazu kommt die Eifersucht gegenüber den Eliteeinheiten des Innenministeriums, die staatlicher Schutz noch vor der allgemeinen Misere bewahrt. Bürgerbanditen, ergeben Sie sich, schallt der Befehl des Kommandanten an das verdutzte Ohr des Verbrechers. Das Training der OMON-Sondereinheiten des Innenministeriums ist bis hin zur Anrede in allen Einzelheiten vorbereitet. Im Ernstfall dürfte ein Bandit wohl kaum mit so viel Höflichkeit rechnen. Dutzende bewaffnete Kriminelle hat die Elitetruppe in den ersten Wochen dieses Jahres bereits festgenommen, Unmengen von Waffen beschlagnahmt. Immer wieder werden die Männer in Krisenregionen rund um Russland geschickt. Sie werden gefürchtet und geachtet. Von der Kürzung des Verteidigungshaushaltes sind sie nicht betroffen. Niemand hat es bisher gewagt, ihnen etwas von ihrem Sold abzuknapsen. Die einfachen Rekruten dagegen zieht es kaum noch an die Blechnäpfe der russischen Armee. Von 2,3 auf 2 Millionen Mann soll das Heer bis Ende nächsten Jahres verringert werden. Eine Aufgabe, die sich von selbst zu erledigen verspricht. Denn monatelang bleibt der Staat den Sold schuldig. 120.000 Soldaten stehen nach ihrem Dienst am Vaterland ohne Wohnung auf der Straße. Hat zu Sowjetzeiten die Armee höchste Achtung genossen, so mussten die Militärs in den letzten Jahren die schonungslose Vernichtung ihres eigenen Mythos mit ansehen. Die Einsparungen im Verteidigungsetat machen für die einfachen Soldaten keinen Sinn. Immer noch verdienen sie nicht mehr als umgerechnet 40 Mark im Monat. 70% der Staatsschulden an die Rüstungsindustrie hat der Präsident seit Anfang 1994 zwar begleichen lassen, doch die Unruhe unter den Uniformierten lässt sich nicht allein mit Waffen und Geld beschwichtigen. Sie wollen vor allem ihr politisches Image wieder aufpolieren. Eilig wurde deshalb der Begriff Interessensphären wieder eingeführt. 28 Militärstützpunkte darf der Verteidigungsminister mit Erlaubnis des Präsidenten in den GUS-Republiken aufbauen. Und auch der Westen hört wieder von der russischen Armee. Ohne die eigenen UNO-Truppen wollte Moskau sich eine Bosnien-Lösung nicht vorstellen. Boris Jelzin, Oberbefehlshaber der Streitkräfte im Kriegsfall, weiß spätestens seit dem Oktoberputsch, wie sehr sein Schicksal von den Militärs abhängt. Ein Orden an den Verteidigungsminister reicht nicht aus, um sich der Treue seiner Armee zu versichern. Denn die perfekt auf Parademärsche getrimmten Soldaten seiner Kremlwache, der einzigen Truppe, die Jelzin direkt unterstellt ist, können ihm im Krisenfall kaum aus der Patsche helfen.
Alle lieben die Ente. Die Maus ist langweilig dagegen, der Hund zwar rührend, aber wenn die Ente kommt, gehört ihr die Bühne. Die Enten ist wohl korrekter, denn es gibt schließlich die ganze Familie. Donald, Dagobert, Tick, Trick und Track, unschlagbar alle miteinander. Aber Donald ist der Größte. Im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover ist ihm eine ganze Ausstellung gewidmet. Morgen ist Eröffnung. Karl Barks, den kennen Sie nicht, aber den kennen Sie bestimmt. Donald Duck, dem wohl berühmtesten Erpel der Welt. Zum Comicstar wurde er durch Karl Barks. Der heute 92-Jährige machte aus der Ente ohne Eigenschaften den charismatischen Donald Duck. Zu mehr als einer Nebenrolle bei Mickey Mouse hatte es die Ente vorher nicht gebracht. Ich kenne kein Kunstwerk, das jemals den Menschen so sehr gezeigt hat, in all seinen Höhen und Tiefen und Charaktereigenschaften, wie dieses seltsame erpelähnliche Wesen, dass jemand von himmelhoch jauchzend, bis zu peinlich berührt, verschlagen, am Boden zerstört, ja, unsicher, dumm, heldenmütig, alle diese Aspekte, dass die da vorkommen. So ein Kunstwerk kenne ich in der Bildkunst nicht. Die Suche nach dem Gral von Entenhausen, das ist das Leben des Künstlers und Donald-Fans Gottfried Hellenwein. Er suchte die Enten für die Ausstellung zusammen, aus 35.000 Zeichnungen, die Barks in den Disney-Studios geschaffen hatte. Und ich bin auch ernsthaft der Meinung, das ist keine Koketterie, dass Barks einer der größten Künstler der abendländischen Kunst ist. Und ich stelle eine Reihe mit Leonardo oder Michelangelo. 1966 trennte sich Karl Barks nach fast 30 Jahren vom Disney-Konzern. In den 70er Jahren startete er einen kurzen, aber kitschigen Ausflug in die Ölmalerei. Ein Donald auf Leinwand aber verliert selbst bei einem von Barks geschwungenen Pinsel den typisch spontanen Comic-Charme. Samstag heißt auch heute wieder Fußball-Bundesliga. Ein besonders interessantes Spiel, Wattenscheid gegen München. Für die Bayern hieß es Vorsprung ausbauen. Eine Niederlage würde für die Wattenscheider schon beinahe den Abstieg bedeuten. Seit in Deutschland die Temperaturen klettern, fühlt er sich pudelwohl, der Mann aus Südamerika, Rodolfo Valencia. Und der Kolumbianer war es, der die Bayern in der 51. Minute mit diesem Abstauber in Führung brachte. Dabei hatten die Wattenscheider bis dahin doch so bravourös gekämpft. 3 Minuten später dieser Traumfreistoß von Lothar Matthäus, unhaltbar für Wattenscheids Keeper André Alter, der den verletzten Udo Mai vertrat. Das Spiel war gelaufen, doch die Bayern wollten mehr. Traumpass des überragenden Matthäus auf Dieter Frey und der Youngster in Bayern-Dress macht das 3:0. Wenigstens kamen die Wattenscheider kurz vor Schluss durch Jörg Bach noch zum Anschlusstreffer. Aber durch die erneute Niederlage ist der Abstieg wohl nicht mehr aufzuhalten. Eine Geburtstagstorte gab es heute für Andi Köpke. Der Nürnberger Keeper wurde 32. 40.000 Zuschauer waren ins Frankenstadion geeilt, um sich das Abstiegsduell gegen Schalke 04 anzuschauen. Und in der 31. Minute der erste Aufschrei. Ein wunderschönes Eigentor von Kurz wäre das gewesen, hätte Köpke den Ball nicht noch über die Latte lenken können. Auf der Gegenseite dann dieser Freistoß von Zarate mit voller Wucht gegen den Pfosten, Schalke im Glück. Aber das Unheil für die Königsblauen nahte. Erst fiel Jörg Berger kräftig auf die Nase und dann das Nürnberger Siegtor. Pechvogel war Ingo Anderbrügge, der in der 68. Minute diesen Ball ins eigene Tor abfälschte. Die Schalker Siegesserie ist vorerst gerissen, die Nürnberger dürfen wieder hoffen. Der 25. Spieltag im Überblick. Wattenscheid München 1:3, Kaiserslautern Freiburg 1:0, Nürnberg-Schalke 1:0, Bremen-Karlsruhe 0:2. Der erste Sieg der Karlsruhe übrigens in Bremen seit 26 Jahren. Hamburg-Leipzig 3:0, Mönchengladbach-Dresden 2:1. Gestern spielten Dortmund-Duisburg 2:1 und Frankfurt-Leverkusen 2:0. Die Partie Köln gegen Stuttgart findet morgen statt. In der Tabelle haben die Bayern ihren Spitzenplatz verteidigt, aber aufgepasst, die Frankfurter sind dank Yeboah wieder im Kommen. Dahinter ein kunterbuntes Gedränge, Karlsruhe weiter mit Vorwärtsdrang. Das Lotto ist dran, ich halte schon mal die Daumen. 7, 19, 29, 37, 42, 46, Zusatzzahl 32, Superzahl 5, Super 6, 6, 7, 7, 7, 9, 4. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 0, 7, 6, 0, 0, 2, 4. Diese Zahlen sind wie immer ohne Gewähr.
Es gibt Leute, die behaupten, Regen sei nützlich. Es gibt Leute, die behaupten das Gegenteil. Ich zum Beispiel. Das Wetter. Tagsüber ist es zunächst stark bewölkt und es regnet. Später lässt der Regen erst im Nordwesten gegen Abend auch in Bayern nach. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad. Der Wind weht mäßig aus West. In höheren Lagen und an der Küste kann er aber stürmisch werden. Auch in Österreich ziehen im Westen am Vormittag Wolken auf und es beginnt zu regnen. Die anderen Gebiete sind auch stark bewölkt, aber dort regnet es weniger. Oberhalb 1000 Metern fällt Schnee. Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 9 Grad. In der Schweiz regnet es auch und es sind 4 bis 10 Grad. Die 0-Grad-Grenze liegt um 1300 Meter. In Europa ist es nach wie vor am westlichen Mittelmeer am freundlichsten. Dagegen fällt in Skandinavien und Russland weiter Regen oder Schnee. Hier werden es minus 2 bis 4 Grad. Das war's für heute bei Weltvox, meine Damen und Herren. Wir melden uns noch einmal mit Kurznachrichten um 2 Minuten nach Mitternacht. Bis dann.